Wenn alle Menschen gleich behandelt werden sollen, dann bedeutet das mitunter, dass jemandem etwas weggenommen wird. Evangelische und altkatholische Christinnen und Christen haben nun also keinen arbeitsfreien Feiertag am Karfreitag mehr, so wie das zuvor schon für Nicht-Evangelische war. Dafür gibt es jetzt einen sogenannten persönlichen Feiertag für alle. Jeder und jede hat Rechtsanspruch auf einen frei gewählten Feiertag. Der muss aber vom Urlaubstagekontingent abgezwickt werden. Die Aufregung vor allem unter Evangelischen und Altkatholischen ist groß. Markus Maschalek berichtet. Auferstehen vom Tod zum Leben. Die zentrale Botschaft des Christentums beginnt mit dem Karfreitag. Ohne Tod keine Auferstehung zu Ostern. Evangelischen und altkatholischen Christen ist dieser Karfreitag besonders wichtig. Ein Feiertag war er deshalb bisher für sie. Doch wer am kommenden Karfreitag vormittags oder nachmittags einen Gottesdienst besuchen möchte, muss sich diesmal dafür einen Urlaubstag nehmen. Die Bundesregierung hat aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes eine neue Feiertagsregelung beschlossen. Alle Menschen haben nun gleich viele Feiertage. Für 96% der Bevölkerung ändert sich gar nichts. Und die, die mehr Feiertage bisher hatten, die haben in Zukunft gleich viel wie die 96%. Es herrscht große Betroffenheit, auch Verletztheit, auch Wut. Denn es ist uns etwas versprochen worden. Dieses Versprechen ist gebrochen worden. Wie Bundeskanzler Kurz gesagt hat, ja, 96% sind ja nicht betroffen. Da hört man mit und die anderen sind uns wurscht. Und das ist etwas, was wirklich wehtut. Und das, denke ich, sieht die Regierung zu wenig. Und eine Demokratie zeigt ja ihren Wert auch, indem sie Minderheiten schützt. Der freie Karfreitag für Evangelische ist in den 1950er Jahren im Nationalrat beschlossen worden. Als ausgleichende Gerechtigkeit für Jahrhunderte der Verfolgung, der Unterdrückung, der Deportation, wo Kinder von den Familien getrennt worden sind und wo es sehr spät eine wirklich gleichberechtigte Anerkennung der Evangelischen gegeben haben. Das ist etwas, was viel tiefer geht als ein paar freie Stunden. Und das ist das, was uns jetzt so trifft. Die neue Feiertagsregelung betrifft aber auch etwa die Muslime in Österreich. Erstmals besteht für sie die Möglichkeit, sich an einem islamischen Festtag einen verbindlichen Urlaubstag zu nehmen. Eingebunden in die Entscheidung der Regierung waren die Muslime aber nicht. Obwohl man von der neuen Regelung profitiert, ist man an der Seite der evangelischen Christen. Wir haben uns als islamische Glaubensgemeinschaft von Anfang an mit der evangelischen Kirche solidarisiert und daher haben wir in der Tat ein weinendes Auge, weil wir das auch so sehen, dass der evangelischen Kirche ein Feiertag weggenommen wurde. Viele Muslime hoffen nun, dass der aktuelle Regierungsbeschluss nur eine Übergangslösung ist. Der Europäische Gerichtshof hat meines Erachtens ganz klare Rahmenbedingungen vorgegeben, nämlich eine diskriminierungsfreie Regelung. Und ich finde, die Idee, die hier vorgegeben wurde, wäre die, dass ein zusätzlicher Feiertag für alle ermöglicht wird. Doch stattdessen wurde ein Feiertag gestrichen, auch für Altkatholiken. In die Entscheidungsfindung eingebunden waren sie nicht. Wir denken auch, dass das grundsätzlich ein Problem ist, wenn man sozusagen die Demokratie als Drüberfahrdemokratie nutzt und den demokratischen Prozess, das Einbeziehen aller und das Beteiligtsein aller nicht wertschätzt. Ähnlich dem Karfreitag ist der jüdische Feiertag Yom Kippur, der Versöhnungstag, als arbeitsfreier Tag für Jüdinnen und Juden geregelt. Bei einer rein formalen Argumentation wäre Yom Kippur in gleichem Ausmaß gefährdet wie der Karfreitag, weil es eine Besserstellung von Angehörigen einer bestimmten Religionsgemeinschaft wäre. Bei einer möglichen weiteren Klage könnte Österreich somit schon bald die nächste Feiertagsdiskussion ins Haus stehen.